Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Geht ihr eigentlich gerne ins Kino? Steht ihr auf Serien, Filme, Blockbuster? Bestimmt, oder? Ich mache ja am Vlog auch immer schöne Empfehlungen für tolle Filme. Meistens. Manchmal sind die auch nicht so toll, die Filme, aber da kann ich auch nichts dafür. Man hat ja auch mal einen komischen Geschmack oder interpretiert einen Trailer falsch. Ich habe hier die Kingsloot Blockbuster Box. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was da so drin ist. Blockbuster! Na, da kann was drin sein zu Filmen und Serien und so. Also zu Blockbustern im Prinzip. Ne? Wisst ihr, welcher der erste Blockbuster war offiziell? Ich glaube, es war der Weiße Hai, oder? Da hat man damals gesagt, das war der erste Film, der halt im Prinzip die Gassen leer geräumt hat. Der Blockbuster. Alter Schwede, ist das Ding groß. In dieser Box da. Ach, ihr Ferkel. Wir haben jetzt erstes Mal Retro-Loot. Retro-Loot war das Thema von der normalen Box, ne? Und von der Legend-Box. Könnt ihr sehen, habe ich auf dem Kanal. Ist irgendwo das Video. Ne? Einfach mal gucken. Ist relativ aktuell. Was rede ich lang? Mann, ach komm, ich packe einfach mal aus. Wir fangen ja gleich mit diesem Riesenteil an. Das ist ja der Hammer. Was? Alter Schwede, was? Für den einen ist das ein Popcornbecher, für den anderen ein Getränkebecher. Es soll tatsächlich für Getränke sein. Ne? Hier könnt ihr trinken, ne? Habt ihr so eine Öffnung. Und hier habt ihr auch noch eine Öffnung, die ist etwas größer. Und das ist der Wahnsinn. Und hier drin, ne, das ist nämlich für zwei Leute gedacht, habt ihr Strohhalm. Habt ihr Strohhalm? Das Ding ist ja der Wahnsinn. Wie geht das da? So geht das, glaube ich. Genau. Macht man das so. So. Sehr schön. Jetzt haben wir es. So, und dann kann man das hier so. Das ist ja der Wahnsinn. Also okay, innen ist der so nach innen gebeult. Ne? Kann man das sehen? Hier PCO, irgendwas, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall Justice League drauf. Ne? Ihr seht hier den Schriftzug Justice League. Ne? Und dann seht ihr hier die ganzen Kollegen. Ne? Aquaman, Batman, Wonder Woman, ne? Cyborg, Superman. Wie sieht es mit dem Schnurrbart aus? Na, weiß man nicht. Und The Flash. So, dann kann man das hier so machen. Dann kann man hier so ein... Den Henkel dran machen. Ne, ich mache das jetzt mal nur so ganz peripher. Ne, und dann hat man hier so zwei Öffnungen und da kann man dann die Strohhalme so durchschieben. Und dann hat man hier so ein, ne, so ein 2-Liter Behältnis für das ist krass. Ne, wenn es mal wieder länger dauert, dann kann man mal wieder, so weiß ich nicht, so voll mit Kaffee oder so. Ich weiß noch nicht, ob das so heißes Material. Ja, stimmt, hier sind sogar 2 Liter. Hier steht sogar dran. Ne? Bis hier ist 2 Liter. Kann man sogar ein bisschen mehr reinmachen. Der Wahnsinn. Also das Ding finde ich ja schon mal total krank. Das ist total irre. Ne? Verrücktes Teil. Also schon mal nicht schlecht. Ne? Wahnsinn. Was haben wir noch? Wir haben Magic Guns. Die kennt ihr ja noch. Ne? Pop Rocks. Ne? Das ist so eine Kindheitserinnerung. Ne? Das ist... Ich mach das immer so gern. Ja, sorry, ich mach das gern. Ist so. Ne? Immer Pop Rocks reinmachen, da mache ich immer. Ja, manchmal ist man ein bisschen dumm, ich weiß. Die Pute von Panem, nein, die Tribute von Panem, ein Glück, nicht die Pute. Das wäre jetzt ja nicht so geil. Und zwar ist das The Hunger Games, das ist ein Pin. Ne, und ihr kennt das hier, das ist dieser Mockingjay-Pin da, ne? Oder so? Sehr schön. Gefällt mir auch gut. Sieht gut aus. Schöner Pin. The Mockingjay. Pute von Panem. Kennt ihr die Pute von Panem? Echt? Habt ihr das gesehen? Den Schrott habt ihr euch angeguckt? Das ist mit euch nicht in Ordnung. Ehrlich. Was haben wir hier noch so drin? Also einiges. Das hier ist zum Beispiel erstmal das T-Shirt. So, ihr wartet jetzt auf den doofen Witz mit dieser Plastiktüte. Der kommt aber nicht. Ach, ich bin so ein Fuchs. Wir haben hier offensichtlich was drauf, was so ein bisschen einen auf Queen machen soll, ne? Bohemian Rhapsody, ihr kennt dieses Motiv, meine ich zumindest. Ja, es steht auch Cylonian Rhapsody unten drauf. Ne? Das Motiv ist wieder von Maike, das sehe ich schon an dem MT vorne drauf und es sind die Zylonen, ne? Von Kampfstern Galactica. Ihr kennt das wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Das ist schon so lange her. Ich meine, es gab ja mal eine Neuverfilmung. Oh, die sind immer so schön warm, die T-Shirts. Wie macht ihr das? Ich sag ja, die packen hier, ne, pusten hier noch warme Luft in diese Tüten rein, damit, wenn man das T-Shirt kriegt, dass das dann schön warm ist. Ne? Das ist wahrscheinlich die Liebe, die ich hier spüre. Sehr schön. Ja, T-Shirt habt ihr gesehen. Ganz witzig. Ne? Kampfstern Galactica kennt wahrscheinlich nicht mehr jeder von euch, ne? Auch wegen der trotz der Neuverfilmung. So, was haben wir hier noch drin? Wir haben hier was Großes drin. Ich nehme jetzt erstmal das Große, deswegen ist ja auch die Tüte so groß. Das Ding finde ich auch ziemlich cool. Das muss ich jetzt erstmal auspacken.
Na, ich habe nämlich schon gesehen, was das ist gerade. Auch wenn es hier noch so eine Folie vorne drauf hat, die machen wir gleich mal ab. So, jetzt darf ich wieder reden, weil ihr wisst das ja, wenn ich knister, dann ist das Reden immer blöd. Wir haben hier eine, boah, die stinkt aber bestialisch. Eine Messenger Bag mit Smaug vorne drauf. Kennt ihr, das kommt von, warte, The Hobbit, Desolation of Smaug oder so, die Schlacht der Fünf Heere sogar. Die Schlacht der Fünf Heere, sogar in Deutsch. Und es ist eine richtig schöne Messenger Bag, ne? Mit so einem Griff. Ne? Das kann man dann so halten oder sich so um den Kopf machen. Ne? Man kann das hier länger stellen und kürzer stellen. Und ne, du hast hier so einen Eingriff, da kannst du dann dort reinmachen. Und dann hast du hier so Sachen, das könnt ihr gar nicht sehen, so Sachen für Stifte und für Visitenkarten und so. Eigentlich sehr schön. Ne, eigentlich sehr schön, gefällt mir ganz gut. Die kann sich doch sehen lassen. The Hobbit. Eine schöne Tasche. Die werde ich aber gleich erstmal wieder beiseite packen. Ich habe hier keinen Platz. Wo stellen wir die hin? Da oben. Guck mal, siehst du. Ne? Ach, ist das schön, so einen großen Schreibtisch zu haben hier. Nur für die Videos. Extra ein Schreibtisch. So, dann haben wir das Ding hier drin. Das ist ein Schild. Ein... Was ist das? Metall. Metallschild. Ein Metallschild. Warning. Was steht da drauf? Warning. Do not enter the upside down. Dangerous Demogorgons throughout the area. Hawkins National Laboratory, US Department of Energy. Das ist schon mal richtig geil. Das ist natürlich zu Stranger Things. Das feiere ich erstmal sowieso grundlegend. Stranger Things ist total toll. Das Motiv finde ich wunderbar. Sieht gut aus. Es ist ein wirklich schön gemachtes Schild. Gefällt mir. Gefällt mir. Also das ist super. Das ist richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. So, und jetzt haben wir hier nur noch eine Sache drin. Nur noch was gut. Es war ja schon durchaus reichlich großes Zeug drin. Ne? Und zwar den Kollegen hier. Buddy Christ, das ist ja der Hammer. Ihr kennt vielleicht den Film Dogma. Habt ihr bestimmt gesehen, oder? Dogma von Kevin Smith. Der Typ, der so ein bisschen so, und weißt du, ne? Da unten irgendwo steht auch, glaube ich, ein Kevin Smith Pop im Regal. Könnt ihr das sehen? Ja, da müsste der irgendwo stehen. Da so. Na, und das Ding ist auf jeden Fall Buddy Christ. Ja, der freundliche Jesus. Muss auch mal sein. Ne? Finde ich total cool. He's happy, he's scrappy, he's the son of God. Hey. Das ist eine coole Figur auf jeden Fall. Das ist, finde ich super. Ich lasse sie jetzt mal eingepackt, weil die ist hier noch verdingelt und verdrängelt und so. Ne? Und das Ding ist super. Ne? Hier auf der Seite habt ihr hier noch so ein bisschen, ne? die bunten Kirchenfenster. Hier auch. Ne? Und auf der Rückseite steht auch ein bisschen was. Auch wo es herkommt hier in diesem Falle. Ne, und das Ding ist auf jeden Fall geil. Also den finde ich total cool. Buddy Jesus. Hey, läuft bei euch. Allein diese Geste so. Hey, finde ich geil. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Ist eine coole Box. Eindeutig. Also coole Sachen drin. Gucken wir mal schnell ins Lootbook. Ich habe euch ja versprochen, ich spoiler euch noch die Gaming-Box. Wir haben das T-Shirt. Das finde ich echt witzig. Ich bin Freund von klassischen Sci-Fi. Und das ist halt mit Kampfstein Galactica gegeben. Ich bin ein riesengroßer Kevin-Smith-Fan. Ich finde die meisten Filme von ihm gut. In den letzten Jahren hat er ein bisschen nachgelassen. So Tusk und so. Das gefiel mir nicht so. Yoga-Hose, das ist ganz schrecklich. Aber ne, der Mann, der hat halt mit Mallrats und mit Clerks und eben mit Dogma und Jay und Silent Bob fantastische Filme geschaffen, die ich absolut liebe und total feiere. Ne? Oder The Red State. Guckt euch den mal an. Der ist auch richtig geil. Der Pin zum Mockingjay, das ist völlig in Ordnung. Das Schild zum Demogorgon ist großartig. Die Messenger-Tasse, weil ich das Ding schon sehe. Die Messenger-Tasche ist ziemlich gut. Ne? Das lässt sich auch sehr, sehr gut sehen. Und dann hast du noch hier diese Mega-Cup. Die finde ich einfach nur skurril. Die wird auch mit Sicherheit auf die Liste der skurrilen Sachen kommen. Finde ich auch irgendwie total geil. Cool. Ja, coole Sache. Also auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gefällt mir die Box. Ne? Blockbuster-Box, einfach mal bei Kingsloot auf die Seite gehen, dann könnt ihr die auch ganz leicht finden und dann bestellt ihr euch da einfach mal eine. Ne, das war jetzt die Pro-Box und dieser dicke, fette Justice League-Becher ist das Pro-Item. Ne, zahlt ihr dann ein bisschen was mehr und dann passt das. So, jetzt spoilern wir euch mal die Gaming-Box, oder? Komm, spoilern mal. Ne? Für alle, die jetzt abschalten schon, weil, keine Spoiler, ja, okay, tschüss. Ne, ihr habt eure Gelegenheit gehabt. Jetzt haben wir hier einmal ein T-Shirt. Deku-Bert, ne? Ihr kennt Q-Bert, das ist so ein altes Spiel und das ist hier so eine Mischung, so ein Crossover. Dann hier so einen fetten Humpen. Was ist das? Elder Scrolls, Skyrim, so einen fetten Humpen.
Ne, das wäre natürlich cool, wenn das noch so ein Keramikhumpen wäre, der nicht durchsichtig wäre. Dann wäre das doppelt geil. Ne, aber auch richtig cool und wertvoll. Ne? Dann eine richtig geile Borderlands Cap. Die hätte ich auch ganz gerne, hätte ich cool gefunden. Ne? Dann hätte ich ja den Deckel vielleicht auch mal tauschen können zwischendurch. Obwohl, ich habe ganz viele. Ich habe irgendwie 10 Stück davon. Nur ich mag die einfach gerne hier. Dann haben wir eine Cute but Deadly Figur, auch super, hätte ich auch sehr gern gehabt, ich habe da ein paar von, ne, aber bei meinem Glück wäre es wieder eine Farrah gewesen, denn ich habe immer eine Farrah. Ich habe, glaube ich, 3 Stück davon schon, das sind zwar verschiedene, aber trotzdem, hier ist es, glaube ich, genau, diese Farrah da in der Mitte, die habe ich schon im Regal stehen tatsächlich, die habe ich schon gelootet. Gefreut hätte ich mich über einen Bastion, über einen Reaper, über eine Diva, über einen, ja, fast alle eigentlich. Also, aber Bastion, Diva und Reaper sind natürlich die coolsten, ne? Die Kollegin hier habe ich auch, Sombra. Die habe ich auch schon. Ja, sehr cool. Achso, ja, dann haben wir hier noch wieder Stressbälle, ne? Habt ihr ja schon in der normalen Box gesehen, dass es Stressbälle gab. Hier gibt es dann auch welche zu Super Mario. Auch sehr cool, da hätte ich natürlich gerne so eine gehabt hier. Hätte ich mich sehr drüber gefreut, so eine Schale, ne? Um das anderen Leuten wieder in den Kopf zu werfen, ne? Hier rennen zwar momentan nicht so viele andere Leute rum, aber mal so irgendwie auf einer Convention ganz cool. So, ey, Kollege! Pff, und dann verpasst er dich wenigstens nicht. Und hier unten dann noch so ein Glasprint wieder. Ne, das sieht auch ziemlich super aus. Das ist irgendwie hier Dark Reaver. Ne, und der Boo von Super Mario. Ganz, ganz cool. Finde ich gut. Gefällt mir gut. Ja, die Gaming-Box super. Die Blockbuster-Box auch eigentlich super. Ne, was sagt ihr dazu? Ab in die Kommentare. Erzählt mir, wie ihr die Box gefunden habt. Welches sind eure Lieblings-Items hier? Ne? Dann könnt ihr mir gerne mal einen Daumen nach oben fürs Video da lassen. Ne? Ein Abo bitte, wenn ihr noch keins habt. Das freut mich auch sehr. Ne? Es geht ja langsam in Richtung 3000. Ne? Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Alles klar. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.